Rebecca Reusch. Ein Fall, der die gesamte Nation bewegt und auch irgendwie spaltet. Rebecca ist am 21. September 2003 in Berlin geboren. Sie wird von ihrer Familie als ein fröhliches und unbeschwertes Mädchen beschrieben, das trotz einiger Probleme in der Schule nicht von ihrem Weg abkommt. Sie verbringt ihre Zeit oft mit ihren zwei älteren Schwestern, wird als Familienmensch beschrieben. Ihre Freunde hingegen sagen was anderes. Rebecca, zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, sei in letzter Zeit häufig sehr traurig gewesen. Sie hat immer wieder nach dem Sinn des Lebens gefragt. Oft haben sie die Mädels in ihrem Gruppenchat aufbauen müssen, ihr immer wieder versichert, dass sie nicht alleine sei und dass das nur eine Phase wäre. Sie ermutigten sie, das Leben nicht so in Frage zu stellen, doch jeder Versuch schien erfolglos. Rebecca ließ sich nicht aufmuntern. Sie selber erzählt ihren Freundinnen, dass sie nur noch müde sei und nichts anderes tun möchte, außer im Bett zu liegen. Diese Phase könnte natürlich mit der Pubertät zusammenhängen, denn wir wissen alle, wie verloren man sich teilweise in diesem Alter fühlen kann. Doch lässt mich der Gedanke nicht los, dass Rebecca außer mit der Pubertät auch noch mit anderen Dingen zu kämpfen hatte. Zumindest weckt das den Anschein, wenn man den Aussagen der Freunde Glauben schenken kann, wovon ich ausgehe. Das Leben scheint trotzdem weiterhin seinen gewohnten Lauf zu nehmen, bis zum Morgen des 18. Februars 2019. Was ist an diesem Tag passiert? Rebecca ist am 17. Februar bei ihrer Schwester Jessica zu Besuch. Florian, Rebeccas Schwager und der Mann von Jessica, der als Koch arbeitet, ist an diesem Abend nicht zu Hause. Er ist auf einer Firmenfeier. Die Schwestern machen sich einen schönen Abend, spielen Computerspiele zusammen. Rebecca genießt auch die Zeit mit ihrer 2 Jahre alten Nichte. Das Ganze ist ein typischer Mädelsabend mit Pizza und Musik. Gegen Mitternacht gehen die Schwestern ins Bett. Rebecca schläft auf der Couch im Wohnzimmer. Florian kommt mitten in der Nacht nach Hause und legt sich nach eigenen Aussagen sofort neben seine Frau ins Bett und schläft ein. Gegen 7 Uhr morgens verlässt Jessica zusammen mit ihrer kleinen Tochter das Haus. Sie muss früh arbeiten und will davor noch die Kleine in die Kita bringen. Laut ihren Aussagen schaut sie vor dem Verlassen des Hauses nicht nach Rebecca, weil sie sie nicht aufwecken will. Um 7.15 Uhr ruft Brigitte, Rebeccas Mutter, sie auf ihrem Handy an. Sie möchte sicher gehen, dass ihre Tochter es pünktlich zur Schule schafft, kommt mit ihrem Anruf aber nicht durch. Die Mailbox geht dran. Als sie bei Jessica anruft und nachfragt, erfährt sie, dass Rebecca erst um 9.15 Uhr zur Schule muss. Dadurch macht sich die Mutter erstmal keine Sorgen mehr. Um 8.25 Uhr ruft sie erneut auf Rebeccas Handy an, wieder die Mailbox. Also ruft sie Florian an, weil sie weiß, dass er sich ja im Haus befinden muss. Sie wird von ihm weggedrückt. Kurz darauf ruft er zurück. Brigitte bittet ihn, ins Wohnzimmer zu gehen und nach Rebecca zu schauen. Florian teilt ihr dann mit, dass sie nicht mehr im Haus ist. Sie vermuten, dass sie sich schon auf dem Weg zur Schule gemacht hat. Also schreibt Brigitte ihrer Tochter um 8.42 Uhr eine Nachricht. Hallo meine Süße. Ich hoffe, du bist pünktlich zur Schule gekommen. Ich konnte dich gar nicht erreichen. Kuss. Diese Nachricht kommt bei Rebecca an, da sie mit 2 grauen Haken versehen wird, was bedeutet, dass ihr Handy an ist. Als gelesen wird die Nachricht aber leider nicht markiert. Die Cousine von Rebecca sagt, dass sie am frühen Morgen des 18. Februars ein Snapchat-Bild von Rebecca geschickt bekommen hat, das sie in voll angezogener Montur zeigt und somit suggeriert, dass sie sich gerade auf dem Weg zur Schule macht. Dieses Bild verschwindet bei Snapchat zwar sofort wieder, aber die Cousine konnte der Polizei den Verlauf bei Snapchat zeigen und somit ihre Aussage glaubhaft machen. Wieso also schickt Rebecca an diesem Morgen ihrer Cousine ein Bild, geht zwischendurch aber nicht ans Handy, wenn die Mutter anruft und schreibt? Brigitte macht sich immer größere Sorgen, als Rebecca dann auch nicht in der Schule auftaucht. Niemand hört was von ihr. Am Abend des 18. Februars wird Rebecca als vermisst gemeldet. All ihre Dinge, die sie dabei gehabt hat, fehlen ebenfalls. Handtasche, Geldbeutel, Anziehsachen, eine pinke Sofortbildkamera und, was mich persönlich stutzig macht, eine lilafarbene Decke aus dem Haus von ihrer Schwester Jessica.
Die Suche nach Rebecca startet sofort. Ihre Familie hängt überall Fotos auf und erstellt eine Vermisstenanzeige. In jeglichen sozialen Medien wird der Fall ebenfalls verbreitet. Die Polizei erstellt ein Fahndungsfoto und macht den Fall öffentlich. Sowohl mit dem Hubschrauber als auch zu Fuß wird nach Rebecca gesucht. Die Familie spannt sich dabei fest mit ein und sucht selbst mit. Es werden umliegende Wälder und Seen penibel abgesucht. Taucher und Leichenspürhunde eingesetzt. Es lässt sich keine einzige Spur von ihr finden. Der Fall wird im Fernsehen ausgestrahlt. Die Verdächtigen. Es gab insgesamt 3 Verdächtige. Der erste Verdächtige ist ein Junge, mit dem sie durch soziale Netzwerke Kontakt hatte und der seinen Account ziemlich zeitnah nach ihrem Verschwinden gelöscht hat. Ich gebe zu, das hat den Verdacht auf ihn gelenkt, aber nach einigen Ermittlungen konnte er schnell ausgeschlossen werden. Der zweite Verdächtige ist ein guter Schulfreund von Rebecca. Die beiden hatten angeblich kurz vor ihrem Verschwinden einen Streit, weshalb Rebeccas Mutter sogar in die Schule ging, um das Ganze aufzuklären. Man hat dann irgendwie angenommen, dass dieser Junge eventuell böse auf Rebecca war. Auch diesen Verdacht konnte man dann aber aus der Welt schaffen. Der dritte und härteste Verdacht und somit der Hauptverdächtige ist Florian, Rebeccas Schwager. Er wurde in den letzten 2 Jahren in dieser Sache auch tatsächlich schon 2-mal festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, wurde beide Male aber wieder freigelassen. Zum einen ist Florian die letzte Person, die im Haus mit Rebecca war. Zum anderen stimmen einige Aussagen von Florian leider nicht mit den ermittelten Tatsachen überein. Florian gab an, in der Nacht geschlafen zu haben. Ermittelt wurden dann aber Chatverläufe auf seinem Handy, die deutlich zeigten, dass er wach war. Zudem kommt, dass sein Auto durch Videokameras erfasst wurde, was ja erstmal nicht so verdächtig ist. In diesem Fall aber das Interesse der Ermittler weckt, da es am selben Vormittag von Rebeccas Verschwinden auf der Autobahn Richtung Polen aufgenommen wurde. Am nächsten Tag wird es ebenfalls in dieser Gegend gefilmt. Es ist also deutlich zu erkennen, dass er diese Wege gefahren hat. Florian selber schweigt aber bis heute zu diesen Aufnahmen. Was ganz klar ein Nachteil für ihn in den Augen der Ermittler darstellt. Wer schweigt und eine Sache nicht ausführlich erklären kann, der hat dann wohl offensichtlich etwas zu verstecken. Natürlich kann man darüber nur spekulieren, denn wir wissen nicht, was er da verheimlichen möchte. Es könnte sich auch um ganz private Dinge handeln, die er einfach ungern ausplaudern möchte. Klar würde er besser dastehen, wenn er einfach reden würde. Laut Rebeccas Vater haben diese Autobahnfahrten einen ganz anderen Zusammenhang, nur dürfe er nicht darüber sprechen. Ja, ich meine, okay, wir fragen uns alle, wieso macht ihr es so kompliziert? Rebeccas Vater hat Florian angeblich auch schon darum gebeten, endlich zu erzählen, wohin er tatsächlich gefahren ist, damit die Ermittlungen in eine andere Richtung gehen können. Aber Florian lässt sich nicht davon abbringen. Und ihr Vater scheint seinem Schwiegersohn gegenüber extrem loyal zu sein, was diese Autobahnfahrt betrifft. Ich weiß, da stellen sich jetzt dem einen oder anderen einige Fragen. Überhaupt steht die ganze Familie fest hinter Florian und ist davon überzeugt, dass er nichts mit Rebeccas Verschwinden zu tun hat. Wenn man mal davon ausgeht, dass das der Wahrheit entspricht, ist es für ihn mit Sicherheit eine große Unterstützung und Hilfe, den Rücken gestärkt zu bekommen. Wenn wir aber vom Schlimmsten ausgehen, ist es natürlich eine furchterregende Tatsache, dass er jahrelang die Loyalität der Familie genießt. Jedenfalls wird vermutet, dass Florian etwas mit Drogen zu tun haben könnte und dadurch diese Fahrten zu erklären sind. Die Staatsanwaltschaft geht nach wie vor von einem Tötungsdelikt aus. Auch 2 Jahre später ist Rebecca weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Mir ist es sehr wichtig, dass keine bösen Kommentare unter diesem Video geschrieben werden, die in jeglicher Art an die Familie von Rebecca gerichtet sind. Bitte respektiert deren Lage und die Tatsache, dass man noch nicht weiß, was mit ihr passiert ist. Meinungen, Hinweise und Spekulationen hingegen können helfen und aufklärend sein. Ich werde in einem zweiten Teil sowohl die vorhandenen Zeugenaussagen als auch eure Meinungen und Vermutungen zusammenfassen, um den Fall zu durchleuchten. Also lade ich euch dazu ein, gemeinsam mit mir diese schreckliche Tragödie zu untersuchen. Kommentiert mir dazu bitte eure Gedanken zu Rebecca Reusch. Vielen Dank.